Warum und wie das passieren konnte, hat noch niemand den Bewohnern Aucklands erklärt. Ein wochenlanger Stromausfall in einer modernen Großstadt. Im Central Business District leben und arbeiten rund 100.000 Menschen. Dicht gedrängt stehen die Verwaltungstürme der Banken und Versicherungen. Bisher galten sie als Symbole des Aufschwungs des neuseeländischen Wirtschaftswunders. Jetzt sind die Banken in der Finanzmetropole geschlossen. Ohne Strom keine Computer, ohne Computer keine Geldgeschäfte. Viele Firmen sind mit Sack und Pack in die Vororte gezogen. Eine Personalberatungsfirma hat ihr Quartier im Haus der Chefin aufgeschlagen. Ein Handy hat sowieso jede und jeder, Laptops auf dem Esstisch, die Ablage im Schlafzimmer. Ist doch sehr bequem, meint eine Mitarbeiterin. Buchhaltung wird in der Küche gemacht. Tagsüber ist das eigentlich gar nicht mehr mein Haus, sondern nur noch unser Büro, sagt die Chefin. Mit großem Pragmatismus haben sich die Aucklander der Krise angepasst. Es geht eben auch ohne Ampeln. Generatoren knattern vor den meisten Geschäften. Händler und Verleiher von Stromaggregaten machen ein Riesengeschäft. Die Nachfrage hat den Mietpreis auf bis zu 1000 Dollar am Tag getrieben. Und viele Geschäfte nutzen den Stromausfall. Ein Jeansladen mit Blackout Sale. Direkt nebenan im Café wird Cappuccino bei Kerzenlicht zubereitet. Die Besitzerin stört nicht das zuweilen romantische Halbdunkel, sondern das angekratzte Image der Metropole. Ich finde das ganz furchtbar, sagt sie. Vermutlich lacht schon das ganze Land über uns. Genauso ist es. In ganzseitigen Anzeigen machen sich Aucklands Rivalen lustig. We have the power, lockt Dunedin auf der Südinsel. Kommen Sie in eine Stadt mit viel Energie, wirbt Neuseelands Hauptstadt Wellington. Den meisten Hohn aber muss der Stromkonzern Mercury Energy einstecken. Der allmächtige Götterblitz im Mercury-Logo ist wohl für immer zur Taschenlampe degradiert. Neuseeland für europäische Politiker ein marktwirtschaftliches Musterland. Vieles wurde dort privatisiert, auch die Energieversorgung. Ob das die Ursache ist? Die defekten Kabel sind uralt. Kritiker werfen Mercury Energy deshalb vor, sich zu wenig um die Instandhaltung gekümmert zu haben. Der Stromversorger hatte in den vergangenen Jahren andere Ziele. Er reduzierte die Belegschaft um die Hälfte und versuchte mit den erzielten Gewinnen ein anderes Unternehmen zu schlucken. Nun warten Schadensklagen in Millionenhöhe. Der Blackout, ein Desaster für viele Geschäftsleute, sicher, aber relativ harmlos im Vergleich zu der Krise, in der Neuseelands Handelspartner Indonesien steckt. Heute sind die Kurse an den asiatischen Aktienbörsen mal wieder gefallen. Sorgen für weltweite Anleger, richtige Nöte für Indonesier. Aus Jakarta, Stefan Welz. Stundenlang warten sie an der Kaimauer auf das nächste Schiff. Denn jede neue Ladung bringt ihnen vielleicht einen Job als Tagelöhner im Hafen von Jakarta. Ladekräne gibt es hier nicht, aber jede Menge einfache Arbeiter, die sich für 4 Mark am Tag verdingen. Vor ein paar Monaten noch konnte man damit eine Familie ernähren. Durch die Inflation ist es heute ein Hungerlohn. Mohamed Sarkassi schleppt Kalksäcke. Harte körperliche Arbeit, jetzt sichert sie ihm kaum noch das Überleben. Alles ist auf einmal anders geworden, erzählt er. Ich verdiene immer noch das gleiche Geld, aber der Reis ist an manchen Tagen fast 3-mal so teuer wie früher. Jetzt muss ich am Essen sparen. Mohamed Sarkassis Zuhause liegt auf der anderen Seite des Flusses. Dort wohnen viele der einfachen Arbeiter, weil es billig ist. Ganz weit hinten sieht man die Hochhäuser Jakartas in den Himmel ragen. Die Siedlung selber ist über die Jahre aus Holzhütten entstanden. Ein Slum, 3 Familien teilen sich das Haus. Zu essen gibt es fermentierte Sojabohnen und Reis, aber die Portionen sind seit der Krise um ein Drittel kleiner. Ein Sozialsystem gibt es nicht, wer kein Geld verdient, verhungert. 7 Kinder hat Mohamed Sarkassi, für die muss er Schulgeld bezahlen. Wir sind jetzt am Ende, sagt Sarkassi. Ich kämpfe noch darum, dass die Kinder in die Schule gehen können. Das Geld dafür leiht mir mein Nachbar.
Vor einem halben Jahr habe ich noch Pläne gehabt. Jetzt weiß ich nicht, wie unsere Zukunft aussehen soll. Ihre blaue Arbeitsuniform trägt Ida heute zum letzten Mal. Die Reisebürokauffrau wurde entlassen, denn in Indonesien hat keiner mehr das Geld zu reisen. Zwei Tage vorher hat ihr Mann, ein Buchhalter, seinen Job verloren. Jetzt reihen sie sich ein ins Heer der Arbeitslosen. 1 Million Jobs sind im früheren Boomland Indonesien in den letzten Wochen verloren gegangen. Vorgestern bin ich entlassen worden. Es ist schrecklich. Ich habe ein Haus gekauft, ein Motorrad auf Kredit. Das kostet 200 Mark jeden Monat. Ich habe mir nie vorstellen können, erzählt er, dass mal so etwas passiert. Wir dachten immer, Indonesien würde mal so werden, wie Singapur und Hongkong. Unsere Träume haben sich in Luft aufgelöst, sagt Ida. Und so sei das im ganzen Viertel. Viele Häuser stünden schon leer, erzählt sie, weil die Leute kein Geld mehr haben und weggezogen sind. Mit im Haus wohnen Idas Eltern. Der Vater ist eine Art Hilfsarzt. Er verkauft Tabletten und setzt Spritzen. Aber seit Wochen nimmt kaum mehr jemand seine Dienste in Anspruch. Die Medikamente müssen aus dem Ausland importiert werden. Mit der wertlosen Rupia sind sie kaum mehr zu bezahlen. An manchen Tagen habe ich keinen einzigen Patienten. Die Leute haben kein Geld mehr für den Doktor. Die Straße vorm Krankenhaus hat der Monsunregen überschwemmt. Aber nur noch wenige Patienten warten hier durchs knöcheltiefe Wasser in Richtung der Stationen. Viele haben keine ausreichende Versicherung und verzichten auf Behandlung, so krank sie auch sein mögen. Am schlimmsten ist es auf der Dialysestation. Früher kostete eine Blutwäsche hier 20 Mark, jetzt sind es 80. Gesundheit gibt es nur noch für die Reichen. Viele schwerkranke Dialysepatienten hat der Stationsarzt schon länger nicht mehr gesehen. Die Betten stehen leer. Ich fürchte, dass es meinen Patienten sehr viel schlechter gehen wird, wenn man die Situation nicht sehr schnell ändert. Kann es sie sogar das Leben kosten, fragen wir? Ja, das ist möglich, sie können sterben. Und wer ist schuld an der Misere? Darüber will Ida nur ungern sprechen. Viele hier haben Angst, die Regierung Suhartos anzugreifen, die durch Vetternwirtschaft das Land in den Ruin getrieben hat und bis heute Regimekritiker erbarmungslos verfolgt. Aber seit Milch und Eier fast zum Luxusgut geworden sind, wächst auch der Mut, die Dinge beim Namen zu nennen. Ganz genau wissen sie es nicht, sagt das Paar sehr vorsichtig. Aber vielleicht sind die vielen Kartelle und Monopole schuld, die die Wirtschaft beherrschen. Den Slumbewohnern hat die Regierung den Rat gegeben, zurück in ihre Dörfer zu gehen. Aber Mohamed Sakasi will bleiben. Auch auf den Dörfern sei der Reis teuer, meint er, es mache keinen Unterschied. Bleiben und hoffen, dass die Krise irgendwie vorbeigeht, so denken sie hier alle. Trotz der Inflation und trotz der Regierung, die Milliarden in teure Prestigeobjekte gesteckt hat, aber immer noch Schulgeld von den Ärmsten verlangt. Kein Ausweg aus der Armut. Aber für viele kann Musik zumindest eine Ablenkung sein. In Südafrika tanzen sich die Menschen ihre Gefühle von der Seele. Ob Trauer, Freude oder Wut. In den Townships, den schwarzen Armenvierteln Südafrikas, gibt es einen neuen Trend, importiert aus Europa, Ballroom Dancing. Schon Kinder versuchen sich an Standardtänzen wie Walzer oder Tango. Einmal so aussehen wie die Reichen, einmal dazugehören. Und mit ein bisschen Glück gibt es am Ende einen Pokal aus Plastikgold. Beim Tanzwettbewerb in Johannesburg war Veit Lennartz. Letzte Vorbereitungen für ein großes Ereignis. Noch ein bisschen Lidschatten, die Haare werden sorgfältig gekämmt. Wochenlang haben sie diesem Abend entgegengefiebert, der Ausscheidung im Ballroom Dancing. Ballroom Dancing ist der letzte Schrei bei den Schwarzen und solche Wettbewerbe finden in ganz Südafrika statt. Auch die Jungs machen sich super schick. Schwarze Hose und Fliege. Mehr als 500 Schulen für Ballroom Dancing gibt es im Land. Nach Fußball und Boxen ist es der drittpopulärste Sport in Südafrika. Jeder zahlt 20 Rand, dafür bekommt er eine Startnummer. Alle hoffen, dass es eine Glückszahl ist.
Meine Mutter will natürlich, dass ich mit einer Trophäe zurückkomme. Ich darf auf keinen Fall verlieren. Veranstaltungsort, die Turnhalle der Witwatersrand-Universität in Johannesburg. Ab und zu gehen noch ein paar Schritte daneben. Aber alle sind mit Feuereifer bei der Sache. Aufruf der Paare. Zuerst die Gruppe der Jugendlichen, 6 bis 11. 4 Altersgruppen gibt es. 100 Paare sind an diesem Abend am Start. Noch aufgeregter als die Kleinen sind ihre Mütter. Heftiges Anfeuern durch Freunde und Geschwister. Viele meiner Freundinnen sind richtig eifersüchtig auf mich. Ich kann das nur machen, weil meine Mutter den Anzug selbst genäht hat. Eine professionelle Ausstattung kann bis zu 4.000 Rand pro Tänzer kosten. Dazu kommen die Ausgaben für die Tanzstunden. Fürs Tanzen würden sie alles opfern. Jedes Paar wird genau beobachtet, für alles gibt es Punkte. Haltung, Kleidung, Stil. Das Wichtigste bei so einem Wettbewerb, sagt Veranstalter Jabu Mahlanga, ist die Kleiderordnung. Da ist man gleich was Besseres, ganz anders als die normalen Leute auf der Straße. Dann Riesenjubel für das Paar Nummer 67, Loretta und Hamilton. Richtige Profis schon, angetreten in der höchsten Klasse. Seit Jahren trainieren sie zusammen. Ein eingespieltes Paar. Gegen Mitternacht geht die Veranstaltung zu Ende. Jetzt kommt das Wichtigste, die Preisverleihung. Auch wenn es nur Plastik ist, einen Goldpokal mit nach Hause zu bringen, davon haben die Paare ein ganzes Jahr lang geträumt. Manche haben ganz schön abgesahnt, bis hin zum Trostpreis. Loretta und Hamilton warten auf das Ergebnis. Natürlich haben sie in ihrer Gruppe gesiegt. Glückwunsch, Urkunde, Pokal. Einen Abend lang kann man den Alltag vergessen. Dies hier ist die Welt der Fantasie. Hier ist Loretta zu Hause in Soweto. Als sie am nächsten Tag nach Hause kommt, sind die Eltern außer sich vor Freude. Schon wieder gewonnen. Lass dich drücken, mein Schatz. Danke dir, danke dir, stammelt ihr Vater. Die kleine Tochter läuft verlegen davon. Loretta ist alleinerziehende Mutter, kein einfaches Leben. Alles, was sie verdient, steckt sie ins Tanzen. Das ist der Lohn. Ich war früher auch ein guter Tänzer. Meine Tochter hat immer zugeschaut. Aber ich habe damals Jive getanzt, sagt der Vater. Können Sie es denn noch? Ich? Klar. Und so sieht es im wirklichen Leben von Hamilton aus. 10 Menschen in 3 Zimmern. Jubel bei der Rückkehr. Tanten, Schwestern und Mutter. Natürlich muss der Junge erst einmal ordentlich essen. Ganz abgemagert sieht er aus.
Was für ein Glanz in der Hütte. Ich bin ja so stolz, sagt die Mutter, und total aufgeregt. Und mich macht der ganze Trubel verrückt, sagt Hamilton. Aber schön findet er es doch. Die Situation in Burundi ist ein einziges Chaos. Das sagte der UNO-Botschafter des Landes, als er vor ein paar Tagen zurücktrat, angewidert von der Politik seines Präsidenten. Der hatte sich im Juli 96 an die Macht geputscht, um, wie er selbst sagte, Frieden zu schaffen zwischen Hutus und Tutsis. Doch die beiden Stämme bekämpfen sich noch immer. Nur wenige wagen es, die uralte Fehde zu ignorieren und einfach zu helfen, jenseits von Stammesdenken. Eine dieser wenigen ist Margaret Barenkize. Sabine Boland stellt die couragierte Tutsi-Frau vor. Isabella ist 3 Monate alt. Wie viele andere Kinder hat Margaret Barenkize den Säugling aufgenommen im Maison Shalom im Osten von Burundi. Isabellas Mutter ist tot. 15 Jahre wurde sie alt, vergewaltigt im Krieg zwischen Hutus und Tutsis in Burundi, bei der Geburt gestorben. Shalom, Friede, das ist Programm für Maggie, wie sie von allen genannt wird. Friede, wenigstens hier im Waisenhaus, wenigstens für die Kinder, egal ob sie Hutus oder Tutsis sind. Ich finde die Kinder in Häusern, die abgebrannt werden, wie zum Beispiel das Baby, dem sie eine Granate ins Gesicht geschossen haben und das dadurch seinen Mund verloren hat. Die Tutsi-Armee hatte eines Nachts angegriffen, die Eltern, Hutus, kamen ums Leben. Der kleine Dieudonné überlebte, trotz der Granate, die ihm das Gesicht zerfetzte. Jedes Kind hier hat eine traurige Geschichte, aber der Stammeskonflikt, der das Land so lähmt, spielt im Maison Shalom keine Rolle. Die Schwester ist die einzige außer Maggie, die den kleinen Dieudonné berühren darf. Ich bin eine Tutsi-Frau und meine Kollegen sind Hutus, erklärt Maggie. Zwischen uns gibt es keine Hassgefühle, aber es gibt sogar Hass zwischen Leuten des gleichen Stammes. Es hängt jeweils von deren Überzeugung ab und von diversen politischen Auseinandersetzungen. Man kann einfach in diesem Land nicht sagen, der da ist Hutu und der da ist Tutsi. Das kommt darauf an, was für ein Hutu und was für ein Tutsi. Es gibt eben auch Konflikte zwischen den Hutus selbst und zwischen den Tutsis selbst. Das hört sich sehr kompliziert an, sage ich. Die ganze Frage ist viel komplexer, als man es sich so vorstellt. In der hauseigenen Bäckerei lernen manche Kinder Brot zu backen. Der 15-jährige Kisoya lebt seit einem Jahr im Maison Shalom. Vorher hat der Tutsi-Junge auf der Straße gebettelt. Hier bekommt er Unterricht im Lesen und Schreiben, zusätzlich zur Bäckerlehre. Hier lernt er, was das Wort Zukunft bedeutet. Ich wollte gerne, dass jedes Kind hier selbst mitmacht und nicht ewig abhängig ist. Ich wollte nicht, dass das hier einfach ein Waisenhaus ist. Ich möchte die Kinder gerne ausbilden und sie einen Beruf erlernen lassen, damit sie auf eigenen Füßen stehen können und nicht betteln müssen. Über 300 Kinder hat Maggie inzwischen zu sich geholt. Angefangen hatte alles im Oktober 1993. Damals war sie Zeugin, als Tutsi-Soldaten 70 Menschen in einer Kirche umgebracht haben. Ein paar Kinder konnte die Tutsi-Frau Maggie retten. Und dann hat sie einfach weitergemacht, obwohl am Anfang alle an ihr zweifelten. Ihre Tutsi-Familie und ihre Hutu-Nachbarn. Doch Maggie wollte provozieren, zum Zusammenleben herausfordern und allen beweisen, es geht, hier in Burundi, trotz allem. Den Tod kann man nicht so einfach akzeptieren. Es kommt schon vor, dass ich Angst habe. Aus 2 Gründen. Ich bin nicht mehr alleine. Ich frage mich oft, was an dem Tag passiert, an dem ich sterbe und all diese Kinder hier zurücklasse. Und ich frage mich, ob ich nicht unvorsichtig bin, wenn ich es einfach so wage, gegen dieses System zu kämpfen und dabei ständig gegen eine Wand laufe. Und der 2. Grund ist, alle Menschen wollen leben. Ich möchte auch nicht gerne sterben, also habe ich Angst.
Und dann kommen natürlich noch die Geldsorgen hinzu. Zwar unterstützt die Caritas das Maison Shalom, aber viele Dinge sind einfach zu teuer in Burundi, dessen Bewohner immer noch unter einem Handelsembargo der umliegenden Länder leiden. Operationen für verletzte Kinder, wie das Baby mit der Granate im Gesicht, sind nicht drin im Budget. Das Wichtigste aber, findet Maggie, ist sowieso unbezahlbar, nämlich der Frieden hier im Maison Shalom. Gemeinsam kämpfen alle gegen die Vergangenheit an und auch gegen die Zukunft. Das Morden in Burundi geht weiter. Ganz friedlich dagegen das Leben am Polarkreis, auf der isländischen Insel Grimsey. Ein kleines Eiland mit ein paar Fischerfamilien. Vor 200 Jahren allerdings wäre die Insel fast ausgestorben. Eine Seuche raffte die meisten Männer dahin. Nur 6 überlebten. Sie wurden mit dem Boot aufs Festland geschickt, um männliche Verstärkung zu holen. Doch das Boot ging unter und auf Grimsey gab es nur noch einen Mann, den Gemeindeseelsorger. Aber anscheinend hat er für Nachkommen gesorgt. Angelika Andres war auf der Insel. Die Insel Grimsey hat etwas ganz Besonderes zu bieten. Dieses Schild markiert den Polarkreis, eine Touristenattraktion. Nur nicht im Winter, es ist zu stürmisch. Fähre und Flugzeug, die sonst zweimal in der Woche kommen, fallen jetzt oft aus. Die Insel ist 5 Quadratkilometer groß und 45 Kilometer von Island entfernt. Rund 90 Menschen leben hier, sie sind Einsamkeit gewöhnt. Abwechslung gibt es nur selten. Eine ist das Mittwinterfest. Heute Abend wird es im Gemeindehaus gefeiert. Dort ist auch die Schule. Sie gehört zu den kleinsten Skandinaviens und hat 2 berühmte Schülerinnen. 8 Jahre lang wurde hier kein Mädchen geboren. Doch dann kamen diese beiden. Eine kleine Sensation auf Grimsey und eine große Nachricht in ganz Island. Nebenan bereiten die Frauen das Fest vor, das Thorablot. Es wird gefeiert, um sich mit dem Winter auszusöhnen. Altisländisches Essen ist das Wichtigste dabei. Der Kühlschrank ist voll davon. Grimsey ist eine Welt der Kleinfischer, unabhängige Leute. Sie können ganz gut davon leben, aber mehr und mehr Familien, besonders die Jungen, gehen für immer weg. Nirgendwo auf Island sind die Winter so lang und die Tage so kurz wie hier. Für die Männer ist jetzt Hauptsaison. Doch Gilfi weiß nie, wann er wieder rausfahren kann. Das hängt vom Wetter ab und vom Wind. Hoffentlich am Sonntag. Nach dem Fest kann es wieder losgehen, sagt er. In der kleinen Fischfabrik nebenan arbeitet Gilfis Tochter Hulda. Sie will die Insel bald verlassen. Einen Mann findet sie hier sowieso nicht. Wir sind alle mehr oder weniger verwandt, sagt sie. Die meisten holen ihre Partner vom Festland. Ist es nicht schwierig, die auf die Insel zu locken? Das ist merkwürdig, besonders mit den Männern. Wenn die erst mal hier sind, wollen sie nicht mehr weg. Mit meinem zukünftigen Mann fahre ich erst nach Grimsey, wenn wir woanders einen festen Platz gefunden haben. Einer von Huldas Kollegen weiß warum. Hier gibt es viel mehr Freiheit. Hier leben die besten Leute. So sieht er das. Ehemalige Grimseyaner kommen gern zu großen Festen zurück. Wenn Didda kommt, sind die Frauen glücklich. Endlich werden sie wieder einmal richtig frisiert. Ich arbeite schon seit Tagen, um allen die Haare zu richten, sagt sie. Wenn die Kinder zu Hause und alle Boote im Hafen sind, beginnt für die Dörfler der feuchtfröhliche Abend. Ganz gemächlich. Zuerst kommt das Buffet, altisländische Delikatessen. Schafsköpfe mit den schmackhaften Augen, die kleine runde rote Pferdewurst, Schweinesülze, ein Klecks Kartoffelbrei und Rübenmus. Nicht zu vergessen der übelriechende Haifisch, der lederne Trockenfisch, das saure Walfleisch und Hudensülze. Die findet er besonders gut. Alles wie vor 1000 Jahren, gesäuert, gesalzen, getrocknet. Lehrer Dona
Ronald, erst seit 3 Jahren hier, ist unentbehrlich, denn er spielt Klavier und Singen ist eine isländische Leidenschaft. Zum Tanz spielt Ali auf seinem neuen Synthesizer. Den hat ihm das Dorf zum Geburtstag geschenkt, um besser feiern zu können. Aber dann verdrängt ihn Oli. Der alte Fischer war einst der Akkordeonspieler der Insel. Ihre Kinder lassen die Grimseyaner an diesem Abend zu Hause. Einmal ungestört und ohne schlechtes Gewissen trinken. Am nächsten Morgen. Das Thorablot, das uralte Fest, hat den Winter besänftigt. Der Sturm ist vorbei, die Menschen sind in bester Laune. Für Gylfi das Paradies auf Erden. Die Fischer bereiten ihre Kutter vor. Bestes Fangwetter. Grimsey. Eine Trauminsel am Polarkreis, auf der es weder Hunde noch Katzen oder Mäuse gibt. Nur ein paar Dutzend Menschen, einige Schafe, ein Pferd und 2 Raben. Das waren die Weltbilder für heute. Nächste Woche, wie immer um 22 Uhr, sehen Sie Geschichten aus dem winterlichen New York. Ihnen allen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Freitag bei 3 nach 9. Spannende Themen, illustre Gäste. Das gibt's doch nicht. Doch, doch, endlich ist er da, TV-Liebling Günther Fitzmann. Und geschwisterlich vereint, Mareike Carrière zum ersten Mal gemeinsam mit Bruder Mathieu. Ich würde mich sehr freuen. Auf UNESCO-Botschafterin Ute Ohofen, die Königin des gehobenen Bettelns. Also, gucken ist Pflicht. 3 nach 9 am Freitag, 22 Uhr. Liebe Zuschauer, es geht sofort los mit Extra 3 und Michael Gantenberg. Anschließend gibt es den 3. Teil der Sterne des Südens mit Mark Keller und Maria Kete-Kido. Heute geht es um afrikanische Träume. 23 Uhr. So, und jetzt, meine Damen und Herren, Extra 3.